so viele Leute kommen her und denken sich, Wind, Sand, Felsen, langweilig. Nein, nein, falsch. Es sind keine Löwen da, es sind keine Elefanten und keine Nashörner, gebe ich zu. Aber wenn du auf Händen und Knien hier mal durch die Landschaft ein bisschen spazierst und ins Detail schaust, gibt es unglaublich viel zu sehen. Hier waren nur deutsche Männer. Und die deutschen Männer natürlich, die fingen sich an zu mischen mit den hiesigen Völkern, den Frauen. Und das hat den Deutschen nicht gefallen. Da haben sie deutsche Frauen, freiwillige Frauen, Köche, Lehrer, Haushälterinnen, alles Mögliche hierher geschickt. Weißt du, wenn ein Tourist reinkommt und die sehen das und die und ah, und für mich, ich meine, genau, ich bin hier aufgewachsen, nicht nur in Lüderitz, aber in Kolmanskup. Also, das war mein Spielplatz gewesen. Und somit ist es nicht nur, ja, cool, das ist Kolmans, sondern das ist so ein bisschen, als wenn ich nach Hause komme jedes Mal auch. Jessica Kemper, Helmut Sievertsen und Fabian Loser, für alle drei bedeutet Lüderitzbucht Heimat. Alle sind im Herzen echte Buchter, ein Begriff, den ich in Lüderitz so richtig kennen und schätzen gelernt habe. Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast Namibia hören mit mir, Katja Hase. Hitradio Namibia nimmt euch heute mit auf eine Reise ins wunderschöne Lüderitz. Im Süden von Namibia gelegen ist der kleine Ort nicht unbedingt ein Touristenhotspot, aber ein Besuch ist er auf alle Fälle wert. Nicht zuletzt wegen der sagenumwobenen Geisterstadt Kolmanskuppe. Und dort habe ich mich mit meiner alten Schulfreundin Fabienne getroffen, die mittlerweile Touren durch die langsam im Sand verschwindenden Gebäude der alten Diamantenstadt anbietet. Oh, ist das schön. Danke, dass du mich abgeholt hast. Ja, gerne. Wir fahren jetzt raus nach Kolmanskuppe, oder? Genau. Also so habe ich mir das auch vorgestellt. Der Tag ist wunderschön. Es windet schon ein bisschen. Was sagt man dann, wenn es so schön früh schon windet? Naja, meiner Meinung nach ist hier gar kein Wind. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Wind fängt erst an ab 30 Knoten. Die Fahrt von Lüderitz nach Kolmanskuppe dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten. Wohin man schaut, man sieht wirklich nur Dünen und Sand. Und die heutige Geisterstadt liegt dann direkt an der Straße. Also wir stehen jetzt gerade, das ist der Parkplatz, vor dem Casino-Gebäude. Das ist das allerletzte Gebäude, das gebaut wurde in Kolmanskup. Also ist das jüngste, wenn ich das so sagen kann, in Kolmanskup und wurde offiziell in 1925 eröffnet. Perfekt, wir machen mal Auto aus und Ja. steigen aus, oder? Ja, warum nicht, ne? Sind ja schließlich hier. Ich hoffe, es ist kühl. Ja, genau. Ihr hört es schon, der Wind, der weht hier. Also laut Fabian ist das ja wunderschönes Wetter. Ist es auch, muss ich sagen. Es ist. Also, komm, wir sagen so, wenn die Sonne gleich aus den Wolken da rauskommt, dann freust du dich über die kühle Brise, ja? Das stimmt, das stimmt. Also ich bin mir sicher, ich werde mich darüber freuen. Wir stehen hier in Kolmanskuppe. Ja. Wie stellt man sich Kolmanskuppe vor, Fabian? Was sagst du zu Leuten, die hier noch nie waren? Das Beste, wie ich das beschreiben würde, ist, ja, man ist in eine Zeitmaschine eingestiegen und ist plötzlich hier in einer Stadt, die genauso gut in Deutschland hätte sein können, außer viel Sand. Ja. Weil es gibt so viele deutsche Elemente und Architektur, die man hier sieht und Namen, alles. Also es ist, als wenn man in Deutschland wäre, aber ja, halt keiner mehr weiter daran gebaut hat für die nächsten 100 Jahre. Aber genau das ist ja, was es gerade so besonders macht. Es ist ein verlassener Ort, der vielleicht auch genau deswegen Leute anzieht, ne? Also wegen der Genau. Geschichte. Und wir stehen jetzt hier vor dem größten Gebäude. Hier ist eine Tür und genau drüber steht Kegelbahn in der Mitte der Wüste und es gibt hier eben mal eine Kegelbahn. Ja, Da gehen wir jetzt auch rein. Riechst du das? Oh. Das
ist doch dieses Holz. Alter Holzboden. Es gibt sogar zwei Bahnen. Ja, jetzt das war, weil die Männer natürlich zu Hause vermisst haben. Und die dachten, jetzt hier müssen wir unbedingt etwas zur Unterhaltung für die jungen Gesellen aufbauen. Und ja, das wurde halt einer traditionellen deutschen Kegelbahn nachgebaut. Aber ja, hier in Kollmannskupp darf man leider nicht mehr Runden spielen. Wir haben ungefähr 35.000 Gäste, die hier im Jahr durchkommen. Und man kann sich vorstellen, wenn der jeder einmal ja, eine Runde spielt, dass das nicht mehr so gut im Schuss aussehen würde. Okay, das war's für Kegelbahn für uns. Wir gehen wieder raus und gucken mal, was es hier noch alles gibt. Wo gehen wir hin? Wir gehen in das Haus, wo alle immer nachfragen, und zwar Geister, weil Kollmannskupp ist ja auch bekannt als die Geisterstadt. Und ich würde sagen, da der beste Ort, um die zu finden, ist im Krankenhaus. Gut, dann gehen wir jetzt ins Krankenhaus. Das ist Licht am weitesten weg. Also hier wird man auf jeden Fall fit, wenn man hier jeden Tag durch den Sand marschieren muss, oder? Ja, also ich sage immer, ich brauche nicht für Gym-Membership zahlen, sondern ich habe Kollmannskupp-Gym-Membership. Wir sind jetzt ungefähr 300 Meter, würde ich sagen, gelaufen. Und ja, Krankenhäuser sind ja meistens nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieses hier ist eigentlich super interessant, denn es bringt natürlich ganz viel Geschichte mit sich. Was ich in dem Krankenhaus so toll finde, also wenn wir unsere Führung machen, da laufen wir ja nicht hier rein, weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben. Aber von außen sieht es aus, als wenn es nur sehr klein ist, und dann kommt man rein und plötzlich ist es wahnsinnig lang, also es geht sehr lang nach hinten raus. Und die konnten hier 250 Patienten einnehmen. Wow. Und die waren jetzt nicht irgendwie hier 10 Mann in einem Zimmer. Also die haben hier schon gut Luxus untergebracht. Und dazu muss man sagen, zum Höhepunkt von Kollmannskupp waren es nur 300 Leute, die hier gewohnt haben. Also die waren garantiert besser ausgelegt für die Pandemie als wir heutzutage. Ja. Willst du was Cooles sehen? Mir nach. Wir gehen Treppen runter. Falls ich mich nicht mehr melde, wisst ihr Bescheid. Die Fabienne hat mich ums Eck gebracht. Wo denkst du, kommen die Geister her? Ah, ich habe ein bisschen Angst, aber ich erkläre erst mal, wo wir hier, also wie das hier aussieht. Ne? Also wir sind Treppen runtergegangen von einem Raum im Krankenhaus selber. Also es ist ein bisschen spooky, und dann ist hier unten, also wieder sehr viel Sand. Das zieht sich doch sehr durch, Kollmannskuppe durch. Und dann haben wir hier nochmal ein Loch. Und da sind so Sachen, die rausstehen. Da sind auch ganz viele verschiedene Verkabelungen. Also wir sind hier im Keller von Krankenhaus. Katja, möchtest du raten, wofür der genutzt wurde? Schocktherapie vielleicht? Also das ist erstmal, dass jemand das ratet. Twisted Mind. Ja. Also bitte, Katja, ein Keller, der wurde benutzt für die Verlagerung von Rotwein. Echt jetzt? Ja. Nein. Doch. Das ist ja mega. Also die hatten im Krankenhaus einen Keller für Wein. Ja, und das ist, weil der eine Arzt darauf bestanden hat, dass jeder einzige Patient pro Tag ein Glas Rotwein bekommt. Och, Ärzte, Mann, sind auch nicht mehr das Gleiche, was sie früher mal waren. Ne? Und ich dachte, du erzählst mir irgendwas von Geistern hier unten. Sehr nice. Also das heißt, hier konnte man sitzen, hier kommt auch ein bisschen Sonne rein. Vielleicht war das ja auch eigentlich so ein Sonnen, obwohl das war bestimmt zu, ne? Nein, also was wir hier sehen, das ist dann dafür gewesen, damit man den Wein hier reinbringen kann von der Straße aus, dass man nicht jetzt durch das Krankenhaus durch musste. Also die Fässer wurden dann hier quasi reingerollt und dann hier verlagert. Ich kletter auch nach draußen mal und bin jetzt auch schon draußen. Unfassbar. Also hier war der Weinkeller. Das ist doch ganz gut zu wissen. Finde ich eigentlich ziemlich wichtiger Ort in Kollmannskupe. Ja, und man kann sich das jetzt so vorstellen. Also vor uns, hier liegt jetzt die Straße. Ich weiß, sieht noch immer genau wie eine Straße aus. Total, habe ich gleich erkannt. Aber hier war früher, dann liefen hier die Gleise lang für die Stadttram. Ah, die hatten sogar eine Tram. Die sind fortgeschrittener als wir in Namibia. Wir haben nämlich keine Tram in ganz Namibia. Und das war die allererste Tram im südlichen Bereich der Welt gewesen. Aber die fährt natürlich lang nicht mehr. Und wer sich in Kollmannskupe umschauen will, der muss zu Fuß durch
durch den hohen Sand stapfen. Und das geht ganz schön auf die Beine. Fabian zeigt mir auch noch den alten Kaufmannsladen, wo es neben Alltagsgegenständen auch Champagner und Kaviar zu kaufen gab. Da finden wir auch noch die alten Einkaufslisten. Also das ist mein absolut Lieblingsobjekt in ganz Kollmannskupp, weil es einfach Wahnsinn ist, was es schon gab und was man alles bestellen konnte. Also hier gibt es zum Beispiel, ich lese jetzt mal einfach, das ist jetzt 3. November 1924, da wurden Kartoffeln bestellt, Lachs, Sardellenpaste, Florin, Kleie, Butter. Es gibt hier Maggi Nummer 2, Maggi Nummer 5, Reithosen. Also irgendwo habe ich auch schon mal Persil gefunden und Heinz Tomatensauce. Also es ist unvorstellbar, wie lange her das ist, aber doch gibt es so viele Sachen, die man heutzutage noch immer. Hier, Vanillezucker. Außerdem führt sie mich noch durch die Schlachterei, zeigte mir das Röntgengerät, mit dem die Minenarbeiter geröntgt wurden, damit sie keine Diamanten schmuggeln konnten, und das komplexe System, mit dem Eis durch die Ortschaft transportiert wurde. Zum Ende meines Besuches in Kollmannskuppe nimmt mich Fabian dann noch an einen ganz besonderen Ort mit. Den Ort mit der besten Aussicht im ganzen Dorf. Und da wurde es ziemlich kuschelig, und wie soll es auch anders sein, es wurde auch ein bisschen windig. Wir sitzen hier, wie ich finde, in dem besten Sitz von Kollmannskuppe. Wir teilen uns quasi eine Badewanne, oder? Ja. Eine Sandbadewanne. Und diese Badewanne, in der wir hier liegen, also die, man muss sich vorstellen, es gibt hier eine Düne. Und neben dieser einen Düne haben wir auf der linken Seite das eine Haus, auf der rechten das andere. Und dazwischen ist ganz toll eine Badewanne. Und in der sitzen wir hier gerade. Es fehlt eigentlich nur noch was zu trinken, und dann würde es uns gut gehen. Sonnencreme ist drauf. Gut. Woher kommt diese Badewanne? Wissen wir das? Ich würde annehmen vom Lehrer, also die war natürlich nicht immer in dieser Position gewesen. Man sieht so über die Jahre, kann man verfolgen, wie die langsam aber sicher die Düne runtergeht. Also ich glaube, wenn wir hier noch ein paar Jahre festsitzen, dann kommen wir irgendwann mal in Lüderitz raus. Sehr schön, also das heißt, wir gehen auf Wanderschaft mit der Badewanne, das ist doch eigentlich ganz nice. Und Fabian, wenn man jetzt hier so liegt, ich dachte, das ist doch der perfekte Ort, dass wir beide uns mal persönlich mal ein bisschen persönlicher kennenlernen, oder? Okay. Was bedeutet es für dich, an einem Ort wie Kollmannskuppe arbeiten zu können? Als richtige Buchterin, als jemand, der hier aufgewachsen ist, der hier in die Schule gegangen ist, in Lüderitz, aber auch dann lange weg war, und du kommst zurück und auf einmal arbeitest du hier. Das ist dein Ort, wo du jeden Tag hingehst und wo du jeden Tag Leuten von erzählen kannst. Ja, jetzt, dass ich hier bin und das machen kann, das füllt mich mit wahnsinnigem Stolz, aber auch Freude, weil ich genieße das. Man sagt ja immer, man soll sich einen Job holen, den man genießt. Dann ist das nicht Arbeit, oder? Und das ist wortwörtlich, wie ich mich fühle. Also wenn Leute Fragen stellen und sowas, ich liebe das, um dann mehr zu erzählen und ja, einfach die verschiedenen Geschichten. Und vor allen Dingen, weil meine Mutter das früher gemacht hat, also die war hier der Tourguide gewesen, und das ist, ja, das fühlt sich so an, als wenn ich in ihren Fußstapfen trete, und ich glaube, sie wäre sehr stolz. Am Ende des Tages fahre ich mit unfassbar vielen Eindrücken nach Hause. Kollmannskuppe ist sicherlich einer der faszinierendsten Orte in ganz Namibia. Doch ich bin ja nicht nur hier, um mir die Sehenswürdigkeiten anzuschauen, sondern ich will auch mehr über die Buchta und ihre Geschichte erfahren. Also mache ich mich noch auf den Weg zu Helmut Sievertsen. Er empfängt mich in seinem Haus, und das liegt ziemlich zentral und ist ganz oben auf einem Hügel mit einem tollen Blick auf dieses kleine, verschlafene Nest im Sperrgebiet. Hallo! Hallo Helmut! Wie geht's? Wer ist denn das? Das ist mein Hund Kira. Das ist dein Hund Kira. Ja. Hallo Kira! Oh. Ist alles gut. Aber auch Kira hat sich schnell wieder beruhigt, und Helmut hat mich auf seine Stup, also seine Veranda, mit Blick auf den Hafen eingeladen. Ich bin Helmut Sievertsen, geboren
1958 in einem Hospital auf der Haifischinsel. Und ich bin fünfte Generation, also ein echter Buchter. Ein echter Buchter. Den Begriff Buchter habe ich jetzt schon öfters gehört. Also das ist ja richtig eingefleischt. Ihr seid auch richtig stolz drauf, auf Buchter sein. Und ich denke, das darf man auch mit der fünften Generation sagen. Man ist richtiger Buchter und man muss sich das mal vorstellen. Fünfte Generation. Wie kam deine Familie nach Lüderitz? Ja, also das ist schon lange zurück. Mein Urgroßvater, David Redford, war einer von den Schiffsjungen als 25 Jahre alt. Und er hat dann auch mitgeholfen, mir auf den Schiffen und auf den Inseln Guano zu kratzen. Und wenn wir sagen Guano, für viele ist das nicht ein Begriff, den man versteht. Es handelt sich dabei um Vogelmist. Ja, also Vogelmist. Und das war zu der Zeit damals, also in 1860er Jahren, ein Vermögen wert. Die haben es auch weißes Gold genannt. Und der stickstoffhaltige Dünger bedeutete die Rettung für ausgelaugte Landwirtschaftsböden in Europa und England. Also das heißt, er war 25, dein Ururgroßvater, richtig? Und der war dann hier auf den Schiffen. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also wie ist der dann hier sesshaft geworden? Also das war so, dass die auf den Inseln, die Leute wurden krank, Skorbut. Die haben nicht Vitamine gehabt, kein Frischwasser, nicht Fleisch, kein Gemüse, Obst, nichts. Das gab es gar nicht. Also wurde der David Redford, der wurde an Land geschickt. Hier waren zwar nur Buschmänner und so weiter, aber die wussten, wo man ein bisschen Frischwasser bekommt. Hier gab es Antilopen für Frischfleisch und dann gab es die Narrafrucht. Er ist also mit Tabak und so weiter, ist er an Land gekommen und hat Handel getrieben, also Tauschgeschäft. Er fand die Bucht wunderschön. Und hat sich dann niedergelassen. Er hat sich aus Strandgut eine Hütte gebaut. Die haben ja auch zu der Zeit auch ja Seehunde geschlagen für die Pelze. Er hat mit Straußenfedern gehandelt. Das alles nach Kapstadt mit den Schiffen, die mal hergekommen sind, zum Kap geschickt und so hat er sein Geld verdient. Mein Urgroßvater hat natürlich zu der Zeit die Namas, die den Süden von Namibia geeignet haben, die kam ab und zu mal hier runter an die Küste. Und da hat er ein Stück Land beworben bei einem David Christian. Das war zu der Zeit der Kapitän. Das Land, was der erworben hat, mit Handshake, war nicht sehr groß. Also wahrscheinlich nicht größer als ein Quadratkilometer. Und das ist auch, schließt auch die Bucht ein, die heutzutage nach ihm benannt ist, Redford-Bucht. In dieser Bucht gibt es mittlerweile eine Austernfarm. Doch das war nicht immer so. Helmut nimmt mich am nächsten Tag mit auf einen Abstecher zur Bucht. Die liegt kurz vor der großen Bucht, südlich von Lüderitz City Center, wenn man das so nennen darf. Von dort blickt man herrlich aufs Meer und sieht auch ein paar Vögel, die ihre Kreise ziehen, während einem die frische Atlantikbrise um die Nase weht. Hier unten das Meer hier. Da ist ziemlich geschützt hier und hier ist eine Fischerei gemacht. Er hat die Seehundsfelle hier gesalzen, die Haileber abgekocht und so weiter und hat hier gelebt in der Bucht. Damals, die nennen das die Sog, haben die das genannt. Und vor dem die Austerfarm hier war, also weil, was war da vorher hier oder dazwischen, zwischen Redford und Austerfarm jetzt? Also zwischen Redford und der Austerfarm war hier jetzt wieder hinter uns ein, die nennen das Angra-Club. Das war von einer Fischfabrik in den 1950er Jahren. Die haben hier einen Recreational-Ort hingeschafft. Da war eine Tennisbahn, ein Clubhaus, eine Rollbahn. Tja, und hier war jedes Wochenende ziemlich stief Activity. Und dann unten am Strand haben die Wasserski gemacht. Und geangelt. Angelclub war auch mit dabei. Tja, und das war die ganze Zeit. Aber das ist jetzt auch alles kaputt. Kein Mensch mehr da. Leider. Also hier wird gefühlt konstant irgendwie neue Geschichte geschrieben in der Redford-Bucht. Helmut, du hast mir auch erzählt, du liebst auch, also ein Hobby von dir ist auf jeden Fall Fischen fahren. Wir gucken nämlich jetzt gerade auf die
Redfordbucht und da hinten sehen wir ein kleines Boot mit zwei Männern drin, die gerade fischen. Das könntest auch du sein, oder? Ja, ich komme auch immer her mit meinem alten kleinen Ruderboot. Wir fangen hier Kabeljau. In Zorgemunden nennen wir ja Seelachs. Und der richtige deutsche Name ist Atlantischer Seeadlerfisch. Wir haben noch andere Spezien, die wir hier fangen. Aber das ist natürlich, versuchen wir mal den Kabeljau, ein ganz schöner Essfisch. Für Helmut schließt sich so in gewisser Art und Weise ein Kreis. Er fischt heute noch dort, wo schon vor 5 Generationen seine Familie Fisch an Land brachte. Aber seine Familiengeschichte geht noch weiter. Als nächstes fahren wir auf die andere Seite von Lüderitz, nördlich vom heutigen Industriegebiet, denn da liegt ein weiteres Kapitel seiner Geschichte. So, und weiter geht's. Diese Autos. Und hier ist dicker Sand jetzt hier, ne? Ja. Diese Kiste ist nicht erst vorbei. Vorher. Ja. Helmut, du hast mich jetzt hier hochgefahren, vorbei an den ganzen Fischfabriken und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir hier auf so einen Mini-Berg gefahren und wir schauen hoch und hier ist eine Höhle. Im ersten Moment denkt man, das ist vielleicht eine Höhle, wo sich irgendwie eine braune Hyäne reingebuddelt hat oder so. Aber die Höhle ist historisch eigentlich ganz wichtig, oder? Ja, also die Deutschen, die haben ihr Lager hier unten am Strand gehabt. Lager für Vorrat und Schutztruppler auch und so weiter. Mein Urgroßvater, der Redford, der hat das hier aufgepasst. Der hat dafür gesorgt, dass da nicht eingebrochen wird und irgendwas verschwindet und so. Und hier oben auf dem Hügel, wo wir stehen, haben die Deutschen in solide Granitfelsen, haben sie eine Höhle rein, die ist nicht sehr groß, reingeschlagen oder gesprengt. Und da war auch eine solide Tür vor gewesen, irgendetwas. Und da haben sie ihre Waffen und die Munition gelagert. Und ja, er durfte dann danach gucken und aufpassen. Ja, das ist die Story. Von der Höhle blicken wir runter auf einerseits den Achatstrand und die umliegenden Inseln und andererseits auf das Industriegebiet. Und dabei kommen mir immer wieder Helmuts Worte über das heutige Lüderitz in den Kopf. Seitdem ich denken konnte, war Lüderitz immer ein Auf und Ab. Dann ging es mal gut, dann ging es wieder runter, also ökonomisch. Ja. Immer wieder, also 5 Jahre geht es hoch oder 8 Jahre. Dann geht es wieder runter, alles im Eimer und dann geht es wieder hoch. Hier sind viele Sachen, die in Lüderitzburg passieren sollen. Mit Seetangzüchterei, Augenblick wird hier nach Gas oder Öl gebohrt, nicht weit von Lüderitzburg. Wir haben natürlich immer das Problem, wir sind sehr abgesondert in dem Sperrgebiet gewesen und es ist immer noch dasselbe. Also wir können uns nicht wirklich entwickeln auf Land. Also das bisschen, was wir haben an Natur und so weiter, protekten wir natürlich. Ja. Und sobald jemand mit irgendetwas reinkommt, zum Beispiel den Mangan abladen, dann haben wir ein Problem, wir Lüritzbuchter. Aber es ist natürlich auch nicht schlecht, weil Lüritz wächst dadurch, diesen Arbeiter. Der Hafen verdient was daran, die Regierung verdient was daran, also Namibia. Aber wir sind immer gleich im Aufstand, wenn was Neues herkommt. Und das vielleicht manchmal gar nicht so zu Unrecht. Nach meinem Besuch bei Helmut Sievertsen treffe ich mich noch mit der Biologin Dr. Jessica Kemper. Gerade die Lüderitzer Gegend und die Lüderitzer Halbinsel, Lüderitz Peninsula, ist unglaublich spezial in Sachen Vielfalt, endemische Pflanzenarten, Reptilien und so weiter. Und selbst im größeren Bild vom südlichen Namibia ist diese Halbinsel spezial. Das siehst du auch beim Managementplan vom Ministerium für Environment, ist das hier eingezeichnet als spezial. Und dementsprechend finde ich, sollte das auch behandelt werden und nicht zu betoniert werden und in eine Industriegegend verarbeitet werden. Und das sind im Moment so die Pläne und das macht mir so ein bisschen Sorgen, wie das laufen wird.
Jessica und ich treffen uns bei mir auf dem Hotelbalkon und schauen raus aufs Meer. Sie ist 1999 per Zufall nach Lüderitzbucht gekommen und irgendwie dann doch hier hängen geblieben. Jessica befasst sich nämlich mit einem weiteren Naturschauspiel vor der Küste von Lüderitz, dem afrikanischen Pinguin. Es gibt den afrikanischen Pinguin sowieso nur in Namibia und in Südafrika. Also das sind die, die auch in Simonstown sind? Genau, das sind die gleichen. Also okay. Das ist die eine Art, aber insgesamt gibt es 18 Arten. Und die meisten sind halt eher in den südlicheren Gefilden, also Antarktis und ein bisschen weiter oben noch, also weiter nördlich. Aber die sind halt gerne in sehr kalten Gewässern, weil sie haben halt doch eine eher dicke Fettschicht und dann darüber noch eine fette Daunenjacke und da wird es dann halt schnell heiß. Und deswegen ist Afrika und Pinguin so ein bisschen so, wie das. Aber das Schöne ist halt, dass wir hier den kalten Benguela-Strom haben mit seinen 14, 15 Grad Höchsttemperatur grundsätzlich. Selbst jetzt, nach diesen ganzen warmen Tagen, ist es sicher immer noch so um die 15, 16 Grad. Und ja, und das vertragen die natürlich dann mit ihren Daunenjacken. Wie viele Pinguine hat Namibia ungefähr? Kann man das sagen? Ja, das kann man schon so umreißen zumindest. Also wir haben so um die 5.500 Brutpaare und wir wissen das, weil auf den vier Hauptinseln, wo ungefähr 97% der Pinguine in Namibia wohnen, also die namibische Bevölkerung von Pinguinen, da sind auf drei der Inseln wohnen permanent Leute vom Ministerium und die vierte Insel ist Halifax und die ist eben relativ einfach zugehbar, auch vom Ministerium oder von mir. Und da zählen wir eben einmal im Monat, zählen wir alle Paare durch. Also alle Nester eigentlich. Also eigentlich zählt ihr nicht Pinguine, sondern die Nester. So ist es, genau. Und wir gehen halt davon aus, dass die irgendwann mal möglichst alle gleichzeitig brüten. Was zwar nicht stimmt, aber das ist eben so ein Guesstimate. Besser können wir es leider dann auch nicht festlegen. Aber wir gehen so aus von 5.500 Paaren. Davon etwa 1.200 auf Halifax. Wann brüten die Pinguine? Also gibt es eine bestimmte Zeit, wo die brüten oder eher nicht? Tja, unsere Pinguine, unsere afrikanischen Pinguine sind da eher eigen. Ja, ein ordentlicher Kaiserpinguin oder Königspinguin, der brütet genau zur gleichen Jahreszeit und zack, und da weiß man genau, woran man ist. Unsere Pinguine machen das anders, die nehmen sich Zeit. Ja, und dann brütet man halt mal im Juni, dann vielleicht noch mal im Oktober oder gar nicht. Oder dann eben im April, wer weiß. Also die sind leider null saisonal, wie andere Pinguinarten. Was daran auch liegt, dass unsere Jahreszeiten jetzt nicht so ausgeprägt anders sind. Also unser Sommer ist ja ähnlich wie unser Winter und unser Frühling wie unser Herbst. Und deswegen gibt es nicht diesen saisonalen Rhythmus, den du bei anderen Pinguinen finden würdest. So, insofern, du gehst auf eine Insel und du findest garantiert welche, die auf Eiern sind, die kleine Küken haben oder große Küken, die jetzt das erste Mal auf See gehen. Wenn man Pinguin ist, dann der afrikanische, finde ich, oder? Das hört sich entspannt an, da gibt es weniger Regeln. Ja, nee, es ist, und du hast einen Wahnsinns, also wenn ich jetzt Pinguin wäre, wäre ich auf Mercury Island, weil A ist man da ein bisschen weg vom Schuss. Und B hat man den schönsten Ausblick überhaupt. Aber ganz wichtig ist, dass die Pinguininseln nicht betreten werden dürfen. Allerdings kann man die Pinguine in gewisser Weise doch besuchen, zumindest aus der Ferne, mit einer der zahlreichen Bootstouren. Und das ist nur eine von ganz vielen Sehenswürdigkeiten in Lüderitz. Ja, die meisten machen halt die Standardsachen. Kolmanskop, ganz klar, muss auch gemacht werden, gar keine Frage. Dann raus zum Leuchtturm. Auch keine Frage. Aber da hört dann bei vielen schon das Programm auf. Dann vielleicht noch ins Museum im Dorf, was ein sehr interessantes Museum ist. Also auch das Museum ist einen kleinen Besuch wert, finde ich. Ja, und dann einfach sich treiben lassen und eben wirklich mal auf Händen und Knien daher rutschen und gucken. Das tun die Leute nicht. Die Leute stellen sich mit an den Strand, wenn es hochkommt, gehen sie aus dem Auto raus mit ihrem Handy. Stellen sich an den Strand, machen das Foto von den Flamingos, gehen wieder ins Auto zurück, fertig. Nee, geht spazieren. Auch Helmut hat mir seine Tipps für seine Heimatstadt noch mit auf den Weg gegeben. Also außer Kolmanskoppe, was sehr interessant ist, ist das einfach nur auf der Peninsula die ganzen Buchten abfahren. Man braucht kein Allrad. Das möchte ich gerne sagen. Die Straße ist sehr gut. Man kann alle Buchten abfahren. Man kann sich alles angucken.
ist da mit dabei auch noch Diaz Point, wo Bartos Mias gelandet ist und sein Kreuz aufgestellt hat. Also, und dann ist es natürlich die ganzen alten Häuser in Lyotzburg. Das muss man sich absolut angucken. Das Görke-Haus kann man sogar, da sind Besuchzeiten, die ganzen Möbel, wie zu der Zeit sind noch in dem Haus, ist schon sehr interessant. Und dann natürlich unsere deutsche lutherische Kirche, sehr interessant. Oder aber ihr habt Glück und ein Buchter nimmt euch an einem Samstag mit zum Strand oder zum Fischen. Denn neben Wind und Meer gibt's in Lüderitz vor allem eins, ganz viel Gemeinschaft. Das Schöne an Lüderitz, das sage ich immer gerne, weil wir hier doch sehr zusammen in der Gemeinschaft leben. Es ist nicht so ein riesen Divide zwischen Weiß und Schwarz und Colored. Also wir sind alle eins, wir sind Buchter und wir stehen zusammen. Und das finde ich halt so einzigartig an Lüderitz, weil man da wirklich, wenn was kommt, die Buchter sind stolz, um aus Lüderitz zu kommen, weil wir da gut miteinander auskommen und weil wir hier zusammenarbeiten anstatt gegeneinander. Ich bin total begeistert von dieser kleinen windigen Stadt. Nicht nur, weil sie geschichtlich so unfassbar viel zu bieten hat. Und gerade als deutsche Namibierin war es für mich ein total schönes Erlebnis, einen Teil meines Landes mal anders kennenzulernen. Was mich außerdem unglaublich bewegt hat, ist die Liebe, die Fabian, Helmut und Jessica für die Stadt, Menschen und Tiere von Lüderitzbucht haben. Alle drei haben es angesprochen. Die Gemeinschaft der Buchter wird hier großgeschrieben. Und das ist doch genau das, was wir Menschen brauchen, um unser eigenes Pinguinnest zu bauen. Katja, du bist kein Pinguin. Ich bin kein Pinguin. Ich glaube, in meinem vorigen Leben war vielleicht einer. Es waren ein paar ereignisreiche Tage in Lüderitz. Schweren Herzens und mit ganz viel Wind im Rücken heißt es für mich jetzt Abschied nehmen. Denn ein neues Abenteuer ruft und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Otavi. Dort will ich herausfinden, warum die Gegend so wichtig für Namibias Landwirtschaft ist. Und außerdem freue ich mich jetzt schon riesig auf eine Weinprobe von einem namibischen Wein aus dem Otavi-Tal. Was außerdem noch so besonders ist an dem Ort, das finde ich in der nächsten Folge heraus. Die Route Lüderitz-Otavi wird berechnet in 1052 Kilometern. Haben Sie Ihr Ziel erreicht? Komm mit ins Maisdreieck. Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast.